Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze, Part Nummer 39. Ja, in letzten Parts sind wir auf die Donkey Kong Insel zurückgekommen und haben ein doch relativ schwierigeres Level hinter uns gebracht. Zumindest mit mehr, ja, man muss sich beeilen, man kann nicht lange stehen bleiben. Und uns fehlt ein Puzzleteil, aber darum werden wir uns, ja, das nächste Mal kümmern. Je nachdem, ob ihr mir Tipps gibt oder nicht. Oder ob ich es halt selber irgendwie entdecke, keine Ahnung. Und hier sind wir verschollen im Eis. Also ich denke mal, dass hier ab hier jetzt generell Eislevel vorkommen werden. Aber da bin ich mal gespannt. Unser unsere Ballonmenge hat sich auch ein bisschen reduziert, wie man es ja gesehen hat, bei 95. Normalerweise bin ich immer beim Maximum. Aber einfach mal abwarten. Vielleicht sammelt sich ja wieder was an. Die Musik. Ich versuche gerade noch so ein bisschen die Musik zu deuten. Okay, das geht wohl unter, das Teil hier. Na. Guck mal, wie das Wasser aussieht. Auch nicht schlecht gemacht, so halb eisig. Okay, also man merkt, hier ist die Musik ein bisschen chilliger, gell? Ich glaube nicht unbedingt, dass ich ins Wasser darf, gell? Weil es halt Eiswasser ist. Oh, okay. Auch nicht schlecht. Was ist da oben? Ist zwar vollkommen unrealistisch, aber genau das ist ja der Witz dabei an der Sache. Was sind Tiefkühlfische? Oh, der schießt hier oder was? Ach so, ist es vielleicht eins von diesen Hörnern, nur halt mini-magisch oder? Okay. Okay, einfach mal so ein Bonus-Level, okay. Oh, aber interessant. Ah, mal was Neues, gell? Dass man halt hier jetzt das Ganze mit Eis hat, gell? Also verändert sich doch noch ein bisschen was, gell? Na komm, geh runter. Immer am Rand hängen bleiben, gell? Ist mal so eine Sache. Aber auch nicht unbedingt viel schwieriger, wenn man Dixie dabei hat. Aber ist immerhin abwechslungsreich, in dem Sinne dann. So, alles klar. Sehr schön. Also hier ist die Musik relativ gemütlich, sage ich mal. Ah, der Feuergegner wieder, den ich ja überhaupt nicht mag. Woran liegt das wohl? Uiui, okay, man zieht einfach mal ein ganzes Schiff nach oben, alles klar. Macht Sinn. Donkey Kong muss auch loslassen, gell? Ja. Natürlich sehr suboptimal, gell? Ich glaube, ich sammle erstmal unten alle Bananen ein und dann mache ich das mit den Gegnern, weil sonst habe ich keine Zeit, oben rumzuspringen. Achso, und hier zieht man dann zwischendurch das Ganze wieder oben. Okay, alles klar. Als würde man einen Schalter drücken, damit man weiterkommt, gell? Na, ich mache es einfach nur, damit man halt auch sicher sein kann, dass man auch alles eingesammelt hat. Ihr wisst es ja, wie immer. Das ist nur ein bisschen schwierig, da durchzukommen, ohne sich treffen zu lassen. Ja. Hat sich schon erledigt, gell? Ach ja. Okay, mal wieder unsere Rutsche-Fischis. Ich kann aber drauf springen, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Komm nochmal ein. Hab mich gerade überlegt gehabt, wegen den. Auch nicht schlecht, gell? Ist es nur, damit ich. Natürlich auch interessant, wenn man halt irgendwie so ein Versteck hätte, wo man dann halt irgendwie links oder rechts reinspringen muss, gell? Ah, ich hab's verstanden. Guckt euch mal das an. Also die Kette,
die man hier jetzt an dem Teil, wo ich bin. Und da rechts ist der Anker. Und weil man das nach oben zieht, zieht sich halt das andere nach unten, gell? Also, was war das denn jetzt? Ich bin draufgesprungen, wurde gleichzeitig getroffen. So, und dann geht es hier nach oben. Alles klar. Also halt unrealistisch und trotzdem mit Detail, gell? Ihr kennt es ja. Ich glaube, es war eigentlich eher dafür gedacht, dass man den Gegner da bekämpft, weil ich glaube, wenn man zu zweit mit dem da auf der Plattform steht, dann geht es, glaube ich, schneller unter. Oder es bleibt halt weiter oben. Ja gut, stimmt ja, man muss ja den Gegner sowieso besiegen, gell? So, will. Okay, verstanden. Ich hätte gerne das N. So, okay. Also momentan geht das Level eigentlich. Also ist, man muss natürlich sagen, gut, man hat jetzt hier, man weiß jetzt hier, man darf nicht unbedingt ins Wasser rein, aber... Oh, Mist, ich hatte nur ein Leben. Aber es ist auf jeden Fall einfacher als das letzte, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich muss halt nur gucken, dass ich die ganzen Buchstaben wieder einsammle, ja. Das war eigentlich nur das N, gell? Auch schon schön, wie das Wasser so teilweise... Und das O auch noch, okay. Wie das Wasser hier teilweise runterläuft, wenn man halt hier das Ganze nach oben zieht, gell? So. Na, das war nicht gut. Uiui. Hoch da, hoch da, hoch da, hoch da. Das ist echt die Frage mit dem Timing und dem O einsammeln hier, aber es geht eigentlich. Ich stelle mich nur dumm an. So, dann haben wir hier wird das wieder. So, alles klar. Zum Glück geht es trotzdem noch so ein Stückchen weit nach oben, auch wenn man aufhört. Damit man halt zumindest das Gefühl hat, dass man... Ja, dass man so ein bisschen Fortschritt hat beim Hochziehen, gell? So, und diesmal passt ein bisschen besser auf. Ich frage mich immer noch, warum ich da... direkt getroffen wurde. Ich treffe den Gegner einfach nicht. So, alles klar. Ui, nicht unbedingt jetzt nochmal hier reinspringen. Okay, das N. Achtung, Gegner. Brennt. Na, ja. Ich stelle mich auch manchmal echt an, gell? Okay. So, hör du mal auf hier. Ich weiß jetzt nicht, ob ich natürlich wieder eins von diesen... Ja gut, ich brauche einen auf jeden Fall. Okay, alles klar. So, komm. Bananen einsammeln. Immer die letzte Banane, die man so ein bisschen braucht, ja. So, ah, wieder das hier. Ja, ich habe so leichte Paranoia bei dem Minispiel hier. Ihr wisst ja. So einfach und dann trotzdem es ist unnötig schwieriger gemacht, gell? Na komm. Ja, gerade diese kleinen einzelnen Bananen, die können einem zum Verhängnis werden, wenn man nicht aufpasst. So, alles klar. So, aber geht. Sehr schön. Passt doch. Ich muss aber auch dazu sagen, es muss ja nicht jedes Level gleich übernatürlich schwieriger werden mit jedem, mit stückchenweise Fortschritt. Ich meine, ich habe ja eh noch ein, ja, noch die ganzen K-Level vor mir, die auf jeden Fall um einiges schwieriger sein werden, kann ich mir vorstellen. Die habe ich mir ja bewusst zum Schluss aufgehoben, weil ich halt, ja, mir vorstellen kann, dass es halt vom Schwierigkeitsgrad eine Ecke unterschiedlich ist als das hier, was wir hier gerade machen. So, okay, ich könnte mir jetzt da die Bananen holen, ich könnte es aber auch sein lassen. So, alles klar. Das geht. Ah, okay, sehe schon, ich muss das dann hochziehen, aber gleichzeitig der Gegner da oben. Ja. Da schießt du mal. Achtung. Am besten wäre es ja, wenn ich besiege vorher, gell? Damit ich Zeit habe, genau. Komm, zieh nach oben. Aus dem Nichts einfach nach oben gezogen, gell? Ah, da könnte ich auch noch ziehen. Achso, das ist nur damit ich gemacht habe, man halt... Okay, alles klar, damit man nochmal hochkommt. So, Milch, ich hätte gerne eine... Ja, ein Leben. Geht es jetzt unter oder dreht sich das nur? Ich glaube, das dreht sich und geht unter, oder? komische Konstruktion hier. Ui. Und ich komme irgendwie vor, als ob ich gleichzeitig zu langsam und zu... Und alles verpasse und... Ja, wie ist es, was ich meine gerade hier? Ich glaube, wenn ich den Kong hätte, wäre es besser, gell?
Und jetzt geht's vermutlich wieder zurück, gell? Oder bleibt so? Ah, nee, das bleibt so. Ja. Also man kann nicht dann nochmal zurück nach dem Checkpoint, dass man da sich vielleicht irgendwas sammelt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da was verpassen könnte. Ein Puzzleteil fehlt noch. Aber vielleicht finden wir das ja jetzt noch. Da bräuchte ich mir vielleicht Bomben, ja. Oder kann ich das so kaputt machen? Achso, es geht sogar so kaputt, okay. Aber ich glaube, ich muss das, glaube ich, erst nach oben ziehen, gell? Ja. Außerdem, wie komme ich denn da ganz nach oben? Frage ich mich gerade, gell? Vielleicht von hier aus rüberspringen oder was, ne? Na, ist natürlich die Frage, ja. Achtung. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da hinten was ist, aber ich komme da wohl nicht rüber, ja. Ja, da brauche ich Dixie Kong, um da hinzukommen. Aber wir hatten auch keinen Kong, gell? Also da oben hinzukommen. Ah, okay, man ist nicht direkt tot. Man springt nochmal zurück, aber ja. Ich bräuchte ja Dixie Kong. Ja. Gibt es vielleicht noch hier rechts irgendwo einen Kong? Oh. Okay, alles klar, hier stützt alles ein. Also kein Kong hier zum Zurückkommen. Hm. Hier habe ich jetzt einfach nur Zeit, bis ich getroffen werde, oder was ist los? Okay, alles klar. Okay, aber zumindest wissen wir in dem Level, wo jetzt das letzte Puzzleteil ist, muss halt nur gucken, dass ich mit Dixie Kong bis ganz nach zum Schluss komme. Hm. Irgendwie war die Musik gerade komisch, keine Ahnung. So einfach abgebrochen zwischendrin, vielleicht habe ich auch so schnell gedrückt. Ich glaube, ich hätte mir einfach zur Sicherheit ein paar Dixie Kong Fässer nehmen. Einfach nur, damit man halt, wenn man bis da am Ende ist, dass man dann halt, ja, dass ich das Level jetzt nicht nur deswegen nochmal neu machen muss. Inventar. Wir können ja so viele mitnehmen, wie wir wollen. Wir heben ja die auf. Ja, alles klar. So, sehr schön. Also das heißt, wenn wir sie nicht benutzen. Aber damit wir zumindest am Anfang dann schon mal was haben. Weil das Level habe ich ja jetzt gesehen. Und dann bräuchte mir halt nur noch an der einen Stelle das Ganze. Jetzt muss ich natürlich ganz ehrlich sagen, das Ganze wäre garantiert wirklich einfacher, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen mit, wie heißt's? Wenn man das Ganze halt Koop spielt, einfach aus dem Grund, weil man dann, ja, weil man dann der zweite Partner immer mit Dixie rumrennt, während man halt selbst hier, das heißt, wenn man alleine ist in dem Sinne. So, nochmal nach oben ziehen, einfach nur, weil es kann. Ich soll die Gegner lieber besiegen, bevor ich hier wieder irgendwelchen Blödsinn mache, ja. Nicht unnötig jetzt einen Kong verlieren dabei. So, alles klar. Und das Level ist ja generell, glaube ich, ein bisschen einfacher, ein bisschen kürzer, wenn man sowieso die ganze Zeit sich nach vorne bewegt, weil wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesehen hier. So, nach oben hier. So, Achtung. Ihr seht es halt. Also man kommt relativ gut voran, wenn man einmal weiß, dass man sich nicht, also dass man nicht suchen muss. Vor allem wäre es ja dann interessant, wenn man dann trotzdem mal Time Trial spielen würde, um zu wissen, wie lang die Level wirklich sind, wenn man einfach nur sich darauf konzentriert, möglichst schnell nach vorne zu kommen, gell? So, diesmal habe ich dich sogar getroffen. Whee. Also ansonsten, ihr merkt es halt selbst. Da ist man dann schnell wieder an der Stelle, wo man, was man verpasst hat. Ich habe halt nur zur Sicherheit oben die Dixie dabei. Ich bin gerade überrascht, dass es einfach, dass ich da durchgekommen bin, ohne getroffen zu werden. Also manchmal bin ich von mir selbst so ein bisschen überrascht. Da spielt man einfach, ohne darüber nachzudenken. Ah, deswegen ist es vielleicht so gedacht, dass man halt hier sich dann deswegen fallen lässt, damit man halt hier die Möglichkeit hat, auszuweichen. So ein bisschen nach oben ziehen, aber auch nur ein bisschen, damit man in das Fass kommt. So, alles klar. Und da sind wir ja eigentlich schon wieder an der Stelle hier. Ja, ganz gemütlich. Dum-dum-dum-dum-dum. Ist natürlich dann doppelt gut, wenn man... Verdammt, wenn man sagen kann, man bräuchte eigentlich gar kein Fass mitnehmen, weil man dann die ganze Zeit mit Dixie ohne Treffer durchkommt. Aber das ist halt einfach nur zur Sicherheit, dass man halt... Ja, dass das dann nicht daran liegt, dass man dann das Level nochmal neu machen muss. So, alles klar. Und schon sind wir wieder, ja, genau an der Stelle. Okay, also wie kommen wir da hoch? Ich glaube, es war ein bisschen super, dass ich den Gegner gleich kaputt gemacht habe. Oder
Geht es vielleicht, wenn es nach unten geht? Dass ich dann springe oder so? Nee, das so geht nicht. Irgendwie muss man auf jeden Fall da hochkommen. Oder am Ende hätte ich vielleicht doch den Gegner nehmen sollen, ja? Dass der dann nochmal respawnt. Ich gehe nochmal nach links und lasse den Gegner respawnen. In diesem Fall haben wir hier einen Checkpoint, ist ja auch nicht so wild. Also manchmal frage ich mich, warum Gegner dann wieder nicht spawnen wollen, ja? Ah, da ist er doch. Alles klar. Dass ich halt ihn einfach nutze, dass ich halt zumindest ein bisschen höher springen kann. So. Ja, ich hätte vielleicht mal richtig drauf springen sollen, ja? Jetzt stelle ich mich hier wieder dumm an, ich weiß. Meine Güte. Ich sollte mal aufhören, nicht mal so weit vom Mikro wegzurutschen. Merke ich in letzter Zeit, dass ich immer so ein bisschen leichter nach links gehe. Und der Gegner ist immer noch nicht da. Aber wann hat er denn seinen Spawnpunkt hier? Hallo? Also manchmal. Wie weit soll ich noch nach links laufen? Geht doch nicht ganz. Geht doch nicht weiter. Da ist er doch. So. Na komm. Oh Leute, ich stelle mich gerade dumm an, ich weiß. Richtig dumm. Ich verschwende auch nur Zeit, aber immer noch besser. Ich meine, es könnte ich auch genauso gut so machen, dass ich ganz halt mich sterben lasse. Würde auf selber rumkommen, aber da hätte ich keine Dixie mehr. Das ist natürlich die andere Sache, gell? So, also wenn er springt, möchte ich auf ihn drauf springen. Achso, der dreht sich um. Ja, Timing ist alles. Ich sollte vielleicht einfach nur geduldig sein, gell? Und ihr mit euren Melonen hier. Zumindest. Jetzt ist er wieder nicht da. Also manchmal frage ich mich, wie die Spawnrate hier geregelt ist. Muss ich länger aus dem Screen bleiben oder so? Ich habe keine Ahnung. So, also er dreht sich um und dann kann ich drauf springen. Ja, geht doch. Dankeschön. Hat jetzt nur ewig gedauert. Ich glaube, allein, dass ich jetzt die ganze Zeit hier nach links und rechts gelaufen bin, hat länger gedauert, als das Level eigentlich lang ist. Ja. Hier ist natürlich auch die Frage, ob man die Fische umrollen kann, gell? Zum Glück fallen die Dinge auch erst runter, wenn man auf der Plattform landet. Aber das hätte jetzt nicht unbedingt so lange dauern müssen, gell? Hätte ich vielleicht sogar noch ein Level geschafft in der Zeit. So. Aber immerhin, wieder ein Level komplett. Das ist ja die Hauptsache. Und dann, ja, am liebsten würde ich jetzt gerade noch vielleicht noch hingehen und ein paar Figuren kaufen, aber das macht ja dann eh keinen Sinn. Wir haben es schon festgestellt. Und dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Donkey Kong Country Tropical Freeze sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.